So, ihr seht hier schon hinter dem Alpaka Huasaya. Heute werden wir mal wieder etwas Verrückteres ausprobieren. Ich habe hier mal fünf Sorten Hookah Squeeze draußen. Einmal den Mintberry, einmal den Pink Passion, einmal den Mango, einmal Hazelnut und zu guter Letzt noch Bavarian Blue. Und ich werde die heute mal alle in einem Kopf hier mischen und schauen, wie das schmecken wird. Ich habe noch mehr Sorten hier. Das können wir vielleicht in einem anderen Video mal dann machen und noch mehr reinmischen. Aber ich schaue jetzt mal mit diesen hier, wie das schmecken wird. Ich werde auf jeden Fall von der Hazelnut etwas weniger reinmachen, weil ich denke, der wird extrem intensiv sein. Aber ansonsten werde ich das, glaube ich, ziemlich gleichmäßig hier drin verteilen. Wie immer noch den Zeitraffer zeige ich euch, wie ich das hier gemacht habe. So, also, einige von den Hookah Squeeze sind jetzt schon etwas älter und die habe ich schon lange nicht mehr durchgerührt. Da muss man wirklich schauen, dass man das regelmäßig umrührt. Und bei meinem Hazelnut ist, glaube ich, etwas von der blauen Squeeze oder so reingekommen. Deswegen sieht das jetzt nicht mehr so schön aus hier drüben. Aber ja, das ist der fertig gebaute Kopf. Ich habe versucht, das einigermaßen unter Randhöhe zu bauen, damit mir das nicht zu weit hochkocht. Vielleicht ist mir das nicht ganz gelungen und es ist einen Ticken zu hoch hier. Das werden wir dann gleich sehen, wenn wir das Ganze rauchen werden. Und ja, ich werde das heute mit Alufolie rauchen. Ich mache noch ganz kurz den Rand hier sauber und danach denke ich, spanne ich mal die Alufolie drüber und dann schauen wir, ob das hier läuft oder nicht und ob ich irgendwas von den Sorten rausschmecken kann. So, ihr seht das Ganze qualmt wieder mal eins an hier, obwohl ich nur Squeeze eingemacht habe, sonst mische ich ja oft mit der Hookah Squeeze noch etwas Tabak drunter, da ich einfach merke, wenn ich keinen Tabak drin habe, da merke ich einfach, dass mir das Nikotin fehlt. Aber jetzt bei dieser Mischung wollte ich es jetzt absichtlich mal ohne Tabak probieren, um zu schauen, was jetzt da rausschmecken wird. Und ich habe es vor dem Video doch extra noch gesagt, ich wollte nicht zu viel Hazelnut reinmachen, ich habe dann trotzdem einiges reingemacht und man schmeckt eigentlich nur den Hazelnut raus. Geht so etwas in die Richtung vom Holster Bono, wenn ihr den schon mal geraucht habt. Also sehr, sehr spezieller Tabak, also sehr, sehr spezielle Squeeze. Und natürlich stampft es heute auch gut, das raucht nicht gut, damit hier niemand offended wird. Aber ja, leider schmecke ich eigentlich nur den Hazelnut durch. Die anderen sind da völlig untergegangen. Ich denke, ich werde das die Tage nochmal angehen und etwas anders mischen, damit ich da etwas mehr rauskriege von den anderen Flavor. Und ja, dann war es das schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns morgen wieder.